Sein eigenes Bild von der Wiesn macht sich damals der Zeichner Klammer. Solche Höhenflüge wollen frühzeitig geübt sein, zum Leidwesen aller besorgten Großeltern. Gott sei Dank gibt's auch noch bodenständige Genüsse. Na, Sie striegeln Ihre Rosshäuser mit dem Lappen. Selbstverständlich. Sagen Sie mal, wie lange machen Sie das Geschäft da heraus, ja, auf der Wiesn? Auf der Wiesn mache ich es erst seit neuestem, seit 2 Jahren wieder. Also heuer das erste Mal in dem Sinn. Aber früher, wissen Sie, haben wir auch eine Karussell gehabt und das ist uns verbrennt. Bis 1945 verbrennt, im Krieg. So macht man das so weiter. Nicht wissen schon, wie man weitermacht. Als Kleiner, muss man so ein bisschen eszalieren. Sind Sie schon als Bur im Schaustellergewerbe aufgewachsen? Selbstverständlich, als kleiner Bur schon. In dem Wagen bin ich gefahren. Nicht? Sind Sie auch auf die Schule gegangen, so im Umherziehen? Ja, ehrlich, selbstverständlich. Ich habe ungefähr 78 Schulen besucht. Ja, das ist recht. Da sind Sie ein ganz gebildeter Mann. Oh, mein gebildet, was heißt gebildet, nicht? Aber mehr Schulen habe ich schon genossen. Nicht? Und jetzt machen Sie also wieder das alte, gute Kinderkarussell. Selbstverständlich. Sie sind Münchner? Das ist ja klar, ich bin im Morgen in München, freilich. Und das wievielte Dutzendste Oktoberfest ist das jetzt schon, das jetzt mitmachen? Ja, an und für sich mit dem Karussell das erste Mal, wissen Sie heuer. Aber ich bin ungefähr seit 45 Jahren mit meinen Eltern auf der Wiesn. Für manches Kind ist die Wiesn aber eher zum Fürchten. Lustiger ist da schon das Ringelspiel. Auch wenn die Mama große Schwierigkeiten hat, einen geeigneten Standpunkt für ein schönes Foto zu finden. Der Schichtel, einer der ältesten Schausteller auf der Wiesn, droht damals schon unheilschwanger mit der Enthauptung einer lebenden Person auf offener Bühne. Wir bringen Ihnen jetzt noch einmal. Todesmutig dreht die Steilwand Kitty ihre Runden. Dann starten wir wieder mit einem neuen großen Programm. Bitte bleiben Sie einen Moment stehen. Schauen Sie mal hierher. Die Hauptattraktion auf dem Oktoberfest ist 1963 aber eine französische Motorakrobatentruppe, die die Zuschauer mit ihren waghalsigen Drahtseilfahrten in Atem hält. Mit den Zeiten ändern sich auch die Sensationen. So werden damals noch kleinwüchsige Menschen in Lilliput, der Zwergenstadt, vorgeführt. Für einen Giesinger Rentner verläuft dagegen der Wiesnbesuch seit jeher nach einem festen Ritual. Meine Fremdbesucher, mal die alten bekannten Wirte, und meine Schausteller besuchen. Und dann fange ich gleich herunten an, in der Hackerbude, kaufe ich eine Masse. Und dann gehe ich rauf zum Schottenheimier-Marsch und dann gehe ich ins Winzer-Fendler-Marsch. Freimarsch. Am anderen Tag gehe ich noch die anderen Wirt besuchen da. Nicht? Ich bin ein Rentner eigentlich, nicht mehr, weil ich nichts mehr verdiene. Und dann kriege ich dann und wann wieder von einem Wirt ein Zeichen geschenkt. Und das verdringe ich heraus. Nicht mehr. Und so gebe ich nicht viel aus, vielleicht 5 Mackerl. Für seine 5 Mackerl hätte er sich damals auch 5 Fischsemmeln kaufen können. Die Wiesnhändel des kleinen Mannes. Dieser geschäftige Herr, der überall Wurst und Käsesemmeln kauft, hat aber nicht etwa so einen gewaltigen Hunger oder gar eine 12-köpfige Familie zu ernähren. Es ist der Wieseninspektor, eine Art Lebensmittelkriminaler, der seine Stichproben dem Wiesendirektor zur Prüfung vorlegt.
Wird ein Standinhaber beanstandet nach Güte oder Preisbildung, so wird er durch einen Beschluss des Stadtrates im nächsten Jahr vom Bezug des Oktoberfestes ausgeschlossen. Herr Bachinger, das ist unmöglich. Ebenso dieses Brot. Der Inhaber dieses Standes muss damit rechnen, dass er im nächsten Jahr nicht mehr zugelassen werden kann. Vielleicht hätte der Wieseninspektor auch einmal an diesem Stand vorbeischauen sollen, an dem 1963 Elfi Bertramer arbeitet. Ein echtes Münchner Brezenweiberl ist dagegen die Bertha. Sie hat seit 1928 einen eigenen Stand auf dem Oktoberfest. Es wird jetzt wieder wunderbar. Ja, wunderbar. Toll, toll. Leben auch Sie eine solche Frage. Es ist wunderbar. Ja, das muss man gesehen, das muss man erlebt haben. Wenn Sie sich mal eine Viertelstunde lang... Während die Wiesn in den 60er Jahren immer schneller, immer lauter, immer teurer wird, sterben die Originale langsam weg. So gibt's auch den alten Vogeljakob nicht mehr. Der neue Jackel ist sein Schwiegersohn. Und jetzt werden die Pfeifer hinter die Zähne rauf. Schauen Sie mal rein, wo das hängt. Haben Sie es gesehen, ha? Schauen Sie rein in meinen Kanal. Alter, um. Leute, wenn die Pfeifer nicht hält, nehmen wir es bloß am besten einen Reisnagel und drücken Sie es rauf. Da ist der Aufklärungsapparat. Garantiert da einen Schlag. Auf den Rüssel auf und auf Fall. Meine Damen und Herren, und dann zeige ich Ihnen paradox ein lebendes Mädchen ohne Kopf. Achtung, Obacht geben, schauen Sie einmal hier. Lebend wird sie im Innern der Schau gezeigt. Keine Wachsfigur, keine Gipsfigur, nichts im Spiritus, sondern lebend aus Fleisch und aus Blut wie wir alle. Schauen Sie einmal hier. Geben Sie mal Obacht, sehen Sie mal. Paradox ist das Kind normaler Eltern, 26 Jahre alt. Zum Beweis dafür werde ich diesen Kondensator einmal öffnen. Schauen Sie. Und jetzt bitte schauen Sie einmal hier. Kommen Sie mal rauf, schauen Sie mal hinein. Tatsächlich ein lebendes Mädchen, aber ohne Kopf. So, wollen Sie bitte mal raufkommen, schauen Sie einmal hinein. Sehen Sie einmal selbst. Lebend wird sie gezeigt, lebend zu sehen. Für Ungläubige gibt es dagegen handfeste Beweise eines irdischen Daseins beim Haxenmaxl. 1962 ist er zum ersten Mal auf der Wiesn. Die gebratenen Schweinswadeln machen jetzt den Eieramseln am Grill Konkurrenz. Noch viel älter sind aber die Schweinswürstel auf dem Oktoberfest, wie damals Ruth Kappelsberger erfahren hat. Sie her? Ja. Wie lange waren Sie jetzt auf der Wiesn? Sie her, Trinkel Ludwig bin ich. Angenehm. Grüezi Mucke Saison. Ja. Wie lange waren Sie jetzt auf der Wiesn? Mein 50-Jähriges habe ich gefeiert beim Grabmeier Willi in Winzer Fandl. Sie, wie heißen Sie? Trinkel? Sind Sie verwandt mit dem, der gesagt hat, wer Co, der Co? Nein, das ist ja der Trinkel gewesen. Ja, ich weiß ja, Trinkel. Sie haben die, was haben die früher gekostet? So ein paar Würstel da? Oder zwei paar Schwertwürstel. Ja. 25.000 Mark. Was? Ja. Ja, wann denn? 1922. Ah. Ja. Sagen Sie mal, wie lange gehen Sie denn schon auf die Wiesn? Ja, ich gehe schon seit 1907 aus. Zum Spaß, oder wie? Nein, da habe ich gearbeitet. Ach so, was haben Sie denn gearbeitet? Schweinswürstelbrunnen, Edelbrunnen. Da sind wir ja gut benannt, Minks, eine. Wie sind Sie? Ja. Wie sind Sie es einmal? Ja, ich mag es. No? Nicht schlecht. Nicht schlecht. Nicht sind schlecht. Sie so gut wie? Wann haben Sie angefangen? 1907? 1907. Ja, viel. Ja, dann haben wir Sie noch ein Kind, oder was? Prinzen Kind. Alle noch Kind? Alle. Ja, und? Ich habe sogar schon die Würstel hingedrungen.
Ja, 1907, was haben dann da ein paar Schweinswürstel gekostet? 25 Pfennig. Ah, das waren Zeiten. Für 25 Pfennig hat man sich selbst in den 60er Jahren kein Bier kaufen können. Es sind ja nicht nur die Schweinswürstel, die auf der Wiesn durstig machen. Wer hier ins leere Glas schauen muss, bekommt erst recht Halluzinationen. 1, 2, 3, Auch die Wiesn hat ihre zwei Seiten. Wo viel Vergnügen ist, gibt's auch viel Arbeit. Seit 17 Jahren steht hier die Toni in der Küche. Sie stellt das Geschirr zusammen, klaubt die Reste auf und versorgt noch ein paar Hungerleider mit dem, was übrig geblieben ist. Dann spült sie Teller um Teller mit der Hand im Waschwandel ab. Von einer Geschirrspülmaschine, die hier erst in den 70er Jahren zum Einsatz kommt, wagt die Toni noch nicht einmal zu träumen. Ebenfalls von Hand wird damals noch geschnitten, was es heute auf Rollen zu kaufen gibt. 1962 haben die Segnungen des Fortschritts auch diese Örtlichkeit noch nicht erreicht. Zeitlos scheint dagegen die Spezies der Norgeltrinker zu sein. Sie kommen hier reichlich auf ihre nicht vorhandenen Kosten. Manchmal wird allerdings eine wohldurchdachte Ordnung vom Alkoholspiegel in der Optik etwas verrückt. Doch im Wirtschaftswunderland gibt es auch arme Schlucker. Und während die einen Hühnerkragerl sammeln, singt der junge Richard Süßmeier die Ballade von den notleidenden Schaumbaronen. Ich hab mir vorgenommen, ein Capri-Fahrt für die Frau, ein neues Geschenk, vielleicht ein Hut oder irgendetwas. Aber wenn's... Wenn's so weitergeht, meinst du, dann wird's bloß ein Lebkuchenherzl werden. Da wird's schauen, da hast du wieder, da wird's schauen. Ja, da steigst du mir schon im Hut auf. Da wäre ich gar nicht 32 Jahre zusammenbringen wie du. Na ja, wie das so weitergeht. Du hast einen guten Start gehabt, das habe ich nicht gehabt. Du kannst es überbrücken heuer. Und ich wünsche dir und hoffe, dass das nächste wieder anders ist. Ne? Also, da trinken wir Prost. Ihr, die vielleicht reicht's für die Frau Gemahlin aber zu einem neuen Kostüm, wenn sich die Herren schon so abrackern. Eine süße Biene mit der Tüdelgardine vor dem Baby-Doll-Gesicht. Zum Fashion-Wiesengewand gehört natürlich auch eine modische Frisur. Ein auftopiertes Vogelnest, so hoch, dass es die Polizei gerade noch erlaubt. Und die patrouilliert damals noch gemeinsam mit der amerikanischen Militärpolizei. Ein Eingreifen dieser beiden Ordnungsmächte erübrigt sich allerdings im Stadium der Leichenstarre. Jenseits von Gut und Böse betrachten ergraute Zaungäste abgeklärt die Szenerie. Heraus ist mir lieber wie auf der Wiesn. Mir auch. Und ich trinke jetzt, was bei der Art Schengen ist. Prost, ne? Immer lieber wie schönste Spuse. Bitte. Ja, mir auch. Ja. Weil man hat, wenn es heraus den gleichen Genuss als wie auf der Wiesn. Und das will ich dir auch sagen, das Gemüse, da das kann ich am besten noch vertragen. Da brauche ich gar nicht verbeißen. Das ist eine gute Sache, ich mach. Ja. Weil wir verlieren ja bald nichts mehr, zum Beißen haben wir ja bald nichts mehr. Ja, woher? Ja. Dann müssen wir es noch besuchen. Ja. Also, Prost! Prost! Das Gurgel nicht verrost.
Wen die Füße jetzt noch tragen, der kann einen Abstecher zum Landwirtschaftsfest machen. Menschen, Tiere, Sensationen heißt auch hier das Motto. Beim Ochsenrennen müssen allerdings die von Natur aus nicht gerade sportbegeisterten Läufer etwas angefeuert werden. Doch es winken wertvolle Preise, die ungerechterweise den Reitern ausgehändigt werden. Bei der Stierkörung zeigt sich dann, was ein echtes bayerisches Rindviech ist. Geprüft werden die Harmonie des Körperbaus und die Männlichkeit des Ausdrucks. Dagegen wirken die Teilnehmerinnen der Schweinekonkurrenz geradezu gärtenschlank. Zum Abschluss zeigt dann der deutsche Schäferhund, was Treue und Gehorsam sind. Nebenan bei der Landmaschinenschau kann man lernen, wie man seinen Mist vor der eigenen Haustür kehrt und dann elegant entsorgt. Die größte Sensation des Jahres 1963 aber ist ein ferngesteuerter Sattelschlepper. In welchem Landmann keimt da nicht der Wunsch, eines Tages seinen Maschinenpark vom Bett aus zu dirigieren? Die Zugtiere sind ausgeschirrt und abgehalftert, denn Mitte der 60er Jahre ist die Landwirtschaft in Bayern fast voll motorisiert. Das Warenangebot reicht vom 10 PS Einachsschlepper bis zum 130 PS starken Allradtraktor. Neu ist damals auch dieser Klettermaxel, der dafür sorgt, dass die Bäume ohne Äste in den Himmel wachsen. Auf dem Oktoberfest vergeht der Tag gleichsam im Radumdrehen. Und in der Nacht zeigt die Wiesen ihr zweites Gesicht. Wer will, kann sich nun auf die Suche nach den letzten Geheimnissen begeben. Nach dem Mann ohne Nerven und der Frau ohne Unterleib. Nach Corinna, dem Gedankenwunder. Oder nach Miranda, dem Riesenweib. Kommen Sie mal ganz nah ran, damit Sie das alles ganz genau beobachten können. Was wir Ihnen hier in unserer Schau bieten, das ist die Sensation des diesjährigen Oktoberfestes. In der ersten Abteilung, Damen und Herren, da zeige ich Ihnen Miranda, die größte Dame der Erde. Sie misst von Kopf bis zum Fuß 3,30 Meter. Vom Fuß bis zum Kopf ebenfalls 3,30 Meter. Das sind miteinander 6,60 Meter. Zur Erhaltung ihrer Größe nimmt Miranda nur längliche Speisen zu sich, wie Makroni, Spaghetti, Stangenspargel und Rhabarber. Kommen Sie zur Kasse, meine Damen und Herren, zur Kasse. Kinder und Erwerbslose und Fernsehzuschauer zahlen heute Abend die Hälfte. Inzwischen versinkt die Menge mit Inbrunst im Bierdunst. Doch es gibt selbst hier ein paar unverbesserliche Grantler, die schräg schauen, wenn man sein Nasenspitzel zu tief im Maßkrug versenkt.
Zu später Stunde nimmt sie auch die Kapelle mit dem Einmaleins des guten Tons nicht mehr so genau. Die Musi hat sich alle Mühe gegeben, wahre Rausschmeißer zu spielen. Und spätestens jetzt ist es wirklich Zeit, nach Hause zu gehen. Während die Lichter verlöschen, stellen die Bedienungen energisch die Stühle auf den Tisch. Bierbänke gibt's damals nämlich nur in wenigen Zelten. Wer allerdings gedacht hat, er kommt mit seinem Nassauer ungeschoren davon, wird eines Besseren belehrt. Sie haben keine Berechtigung, das zu verlangen. Jawohl. Ja. Dann dürfen Sie jetzt mit Ihrem Wagen nicht mehr fahren. Warum nicht? Zum Moment, jetzt spreche ich. Da fahrt er heim aus. Moment, Vater, was Moment, wollen Sie denn? Moment, Sie haben kein... Ja, solange Sie mich nicht haben. Er fährt heim. Angesichts so eindringlicher Ermahnungen ist eine Polonaise geradezu ideal, um gesetzestreu und standfest nach Hause zu kommen. Gegen Mitternacht räumt dann die Wiesenwache das Gelände. Das Vergnügen döst nun zugedeckt unterm Segeltuch. Wenn es nicht von den Kehrmaschinen und Spritzenwagen wieder aufgeweckt wird, die allnächtlich über 10 Kubikmeter Müll beseitigen. Wenn am nächsten Morgen die Sonne über der Wiesen aufgeht, schaut sie fast wie eine verlassene Westernstadt aus. Für die Schausteller und Wirte jedenfalls hat sie durchaus gewisse Ähnlichkeiten mit einer Goldgräberstadt.